Ich bin hier in Nazaré, Portugal, dem Hotspot für Wellenreiter in Europa. Wobei, jetzt ist nichts Spezielles los. Was wir hier sehen, ist normaler Atlantikschwell, der da daherkommt, sich da bricht. Und weil da der Boden, unter dem Wasserboden, langsam ansteigt, verliert die Welle auch ganz viel an Energie. Und das sind die Wellen hier am Strand nicht mehr so toll. Was speziell ist, dass hier hinter dem Fort hat es einen Canyon, Unterwasser-Canyon. Und wenn der Schwell genau von der richtigen Seite kommt, dann kann er genau diesen Unterwasser-Canyon hier hochkommen, ohne dass er Energie verliert. Und erst im letzten Moment geht es steil nach oben und da entsteht dann die Welle. Wenn diese Welle dann hier richtiger Timing noch mit dem jetzigen sichtbaren Schwell zusammenkommt, dann können eben diese Riesenwellen entstehen. Vielleicht habt ihr auch schon ein Foto gesehen oder Film, der wird meistens etwa von diesem Standpunkt aufgenommen. Diese Superwelle, 30 Meter oder so, die ist aber genau nur hier, sonst nirgends. Also da drüben wäre dann etwa so wie jetzt. Und auch da drüben ist dann nichts los. Und so kann es sein, dass hier 30 Meter Welle ist und ich mit meinem Segelschiff da ganz gemütlich ohne Probleme hier reinfahren kann in den Hafen rein. Wie ich den Hafenführer studiert habe, habe ich gesehen, dass es hier in Nazaré auch einen Hafen gibt. Da dachte ich auch zuerst, das ist genau der Ort, wo diese riesen Wellen entstehen. Da ist ja nicht sehr günstig, wenn es da einen Hafen hat. Aber wie gesagt, es ist problemlos möglich. Nazaré ist im Gegenteil einer der sichersten Häfen hier an der portugiesischen Küste. Da kann das Wetter, na außer es ist da wirklich Sturm und sonst kann man den Hafen immer anfahren. Und da habe ich auch gemacht, gestern, vorgestern. Und bin jetzt ein paar Tage hier und warte, wie schon oft, bis das Wetter besser wird, bis es einigermaßen Wind hat, so dass ich hier in diese Richtung weiterfahren kann. Zuerst geht es Richtung Südwesten, dann Richtung Süden. Eineinhalb Tage, dann um die Ecke und dann ist da Lissabon. Das ist der Blick von der Hafenmauer. Da, auf der Nase da vorne, stand ich gestern. Man sieht so auf dem Scheitelpunkt dieses Bergrückens, sieht man das eigentlich das alte Dorf Nazaré. Das wurde dann später im Verlauf der Zeit da gegen Strand runter ausgebaut, erweitert. Man sieht auch hier im öffentlichen Raum wird sehr häufig Maske getragen. Sehr viele machen das jetzt halt zu Corona-Zeit. Ja, inzwischen ist Mittag vorbei. Ich bin heute um rund 10 Uhr in Nazaré gestartet. Nachdem ich da eine Woche lang gewartet habe, bis endlich vernünftiger Wind ist. Kein Südwind und einigermaßen, aber trotzdem einigermaßen Wind und kein Regen. Der Wind ist, könnte mehr sein. Vorhergesagt sind eigentlich 4 Beaufort aus Nord. Aus Nord kommt er, aber 4 Beaufort sind das im Moment überhaupt nicht. Ich hoffe, er kommt wieder, sonst muss ich schlussendlich doch den Motor anwerfen. Es liegen noch über 40 Seemeilen vor mir. Ich möchte nach Cascais oder vielleicht Oeiras, das sind beides Vororte von Lissabon. Nach Lissabon rein ist nicht so, möchte ich nicht machen, weil da geht es dann nochmals 15 Seemeilen rein, die man da aber wieder rausfuß. Und ja, mal gucken, es wird ein Übernacht-Turn, weil die Strecke ist zu lange, um die von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zu machen. Darum bin ich erst gegen Mittag los und werde über Nacht da fahren. Und wie gesagt, ich hoffe, dass der Wind wieder ein bisschen kommt. Die Sonne ist da.
Da ist die Vorhersage korrekt. Die Sonne ist da, es regnet nicht da. Ah, Holz, Holz. Anfassen. Ich hoffe, es kommt nicht. Nee, es kommt kein Regen. Aber so ein bisschen mehr Wind könnte schon sein. Sonst ist es hier friedlich. Ja, das Wasser plätschert. Die Sonne scheint. Kommen ein bisschen vorwärts, einigermaßen in die richtige Richtung. Also ist nicht so schlecht. Samstagnachmittag, 2:30 hier in Cascais, Portugal. Schönes Wetter, sicher wieder über 20 Grad, wie gestern auch schon. Und die Straßen sind fast leer. Weil wir haben hier einen kleinen Lockdown. Portugal ist generell in der Öffentlichkeit wird empfohlen, Maske zu tragen, in ÖV, in Läden, Office und so weiter ist es Pflicht. Und ab abends um 10 oder 11, weiß ich nicht ganz genau, ist Schluss. Alle Restaurants zu, Leute gehen nach Hause, müssen nach Hause gehen. Und in einigen Gemeinden, wo die Anzahl der Neuinfizierten entsprechend Prozentsatz übersteigt, ist auch am Samstag von 1 Uhr bis Montagmorgen um 6 kleiner Lockdown, das heißt, sind alle Geschäfte zu, Restaurants sind zu und die Leute dürfen das Haus nicht verlassen. Es sind schon noch ein paar unterwegs, aber es sind nur noch wenige. Ja, das ist in Portugal hat man festgestellt, ich weiß nicht, ob das die Politiker waren, Wissenschaftler, Ärzte oder so, dass der Großteil der Ansteckungen im privaten Bereich passiert und halt vor allem am Wochenende wird dieser private Bereich ein bisschen eingeschränkt, dass eben nicht die Leute zueinander auf Besuch gehen, miteinander im Restaurant sind, eben draußen und so und einander anstecken können, so die Idee. Und es halt jetzt bei diesem schönen Wetter schade, dass abends um 11 Schluss ist, das ist mir egal, aber das Wochenende, Samstag, Sonntag auch geschlossen ist, das ist schon ja, spürbar. Vor allem ein bisschen speziell, weil im Moment dieses wunderschöne Wetter und praktisch leer. Aber ja, ist halt so, das Reisen im Moment so unter Coronavirus ist ein bisschen speziell und wird vermutlich noch lange so bleiben, dass es speziell ist. Ich bin hier in Lissabon, auf der Burg, Castelo de San irgendwas, muss ich nachschauen, was für ein Heiliger das genau war. Man hat von hier einen wunderschönen Blick über Lissabon. Die lassen das aber auch fürstlich bezahlen, dass man das überhaupt sehen darf. Lissabon ist eigentlich eine alte Stadt, in die Hügel gebaut, teilweise ein bisschen wild gewuchert. Ein bisschen chaotisch, teilweise ein bisschen schmutzig, aber hat seinen Charme und gefällt mir eigentlich. Hier sieht man auch die berühmte Brücke über den Tejo, heißt der Fluss, glaube ich, hier auf die andere Seite. Cascais selber ist irgendwo da am Ende von der Küstenlinie, Viertelstunde, 20 Minuten mit dem Zug. Und da bin ich jetzt seit 2 oder 3 Tagen und habe jetzt zum Glück mal eine schöne Wetterperiode, allerdings ohne Wind, aber wenigstens warm, schön Wetter, ich kann Ausflüge machen, das Wetter genießen.
Handelsplatz auf Deutsch. Früher war hier der Hafen und das war der große Platz. Warenumschlag, Leute kamen an oder haben hier ein Geschäft. Und da auf diesen beiden Seiten in diesen Gebäuden waren entsprechende Behörden und so weiter untergebracht, Zoll, vermutlich auch Banken, die Schifffahrt finanziert haben und so weiter und so fort, die Handelskammer. Noch letzte Bilder von Kaschgais. Kaschgais, sagt man, glaube ich, in der Morgensonne. Es ist kurz nach 8, bin relativ früh losgefahren, weil vormittags soll es noch Wind haben. Und es ist jetzt wunderschön zum Segeln hier. Volles Tuch draußen, 4,5 Knoten. Gegen Mittag soll dann der Wind so ein bisschen schwächer. Aber wir sind bis Sesimbra, da möchte ich hin. Auch nur etwa 25 Seemeilen. Bei jetziger Geschwindigkeit müsste ich das in 6 Stunden gemacht haben. Wird vermutlich ein bisschen länger dauern, aber das wird, vor allem weil es auch Sonne ist, noch ein entspanntes Segeln. So, da muss ich doch rausfinden, was das waren. Zuerst dachte ich, es seien Delfine, aber die scheinen größer zu sein und auch langsamer sich zu bewegen. Das ist irgendwelche Walart. Muss ich schauen, ob ich da rausfinden, was das war. Hier um dieses Kap rum geht es, dann ist da Sesimbra. Es ist jetzt Mittag und irgendwie ist da der Horizont so seltsam gelb. Ich habe das auch schon gesehen bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, aber dass um Mittagszeit der Horizont so gelb ist, ein bisschen habe ich noch nie gesehen.